So, wo muss man jetzt hin? Da oben. Okay, das heißt einfach geradeaus und dann da in das Dorf rein. Okay. Komm, geradeaus reiten, ne? Noch nach Norden ausrichten. Hässlicher Bastard. Was war das? Hey ho! Na komm. Hallo. Wir ziehen dir die Haut ab. Aua. Jetzt so. Das war dein Kopf. Wolltest du das? Nee. Aua. Wer schießt dann noch? Au. Ach, daneben. Trottel. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Aua. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Du bist noch alleine. So. Nix, meine Lieben, du bist alleine. Ist keiner mehr, der hier helfen kann. Jetzt macht's Boom. Ja. Na komm, umdrehen, aufheben, fertig. So, Plätze. Oh, was ist das? Okay. Ah, Mädchen. Weiter geht's. Wir sind nicht mehr so weit. Nieder wir. Das sind wir auch schon. So ist gut. Mal runter. Immer speichern, dann gehen wir in das Dorf rein. Dann sehen wir schon, was wir machen müssen. Moin Moin Mini, na? So. Sollte doch mal ins Dorf reingehen. Sagt ihr, wird so wohl, da ist was. Mitch. Die am Boden liegen. Oh, ja, ja. Mhm. Ich sehe ja gerade, wie viel Uhr es ist. Ups, die sind am Schlafen.
kann ich ja schlecht hier reinplatzen ins Dorf. Ja, hi. Hallo. Schönes Dorf. Ja? Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ja, schauen wir mal. Der Speicher kann ich. Schau mich nochmal bei euch im Dorf um, ob man noch irgendwas mitnehmen kann.
Der hat doch jetzt auseinandergenommen, jetzt kann man hier rausgehen. So, haben wir irgendwas Besonderes bekommen? Ich glaube nicht. Was ist das denn? Reparatur-Set, okay. Okay. So, letzte. Cambria. So, Mädchen, einmal speichern. Wo ist das jetzt? Da unten. Aha. Gucken wir mal. Nein. Ah, da, jetzt hängt fest. Hallo. Hängt schon jetzt fest. Das geht jetzt. Wir sind schon vorbei. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Was für ein Vieh. Ach, ein Wolf. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Dekobaum, bist du das? Für ein Vieh. Ja. Ach, und der Wolf. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht.
um, kehr um, kehr um, kehr um. Zeig dich, ich will mit dir reden. Fort, hinfort, hinfort, hinfort. Magie, ein Ort der Macht. Speicher. Aber zu viel ist zu wenig. Achso. Oh, Whitney, das ist super. So, jetzt haben wir wieder einen Punkt. Schauen, wer da drin ist. Oh, da ist eine Kiste. Was hat ihr? Geralt, umdrehen. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Auftauchen. Was haben wir gefunden? Was Besonderes? Ja, komm, war es gerade. Doch, eine Klinge war da gerade gewesen. Ja, halt, da war es doch. Meine ist besser. Ja, schau es auf. Oh. Das ist ja noch gut. Nehmen wir die einfach mal. Wenn die andere besser ist, nehmen wir die erstmal. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis, eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du?
Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos, ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück und keine Straßen nach Art Zerwin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Die Mumen, was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Velen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Hm. Jetzt muss ich gut entscheiden, ob ich Wesen helfe oder nicht. Das kann ich noch nicht entscheiden.
Du musst zurückkommen. Mich befreien. Bitte. Sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Ich denke mal, dass... Oh Gott, hier an der Stelle speichern.